Ja, und damit herzlich willkommen, ihr geilen Schnitten, zu einem neuen Video. Nur eine kleine Info vorab, die Videos waren bei mir privat gestellt, weil ich wieder einen Strike kassiert habe, der auch noch nicht abgelaufen ist. Die Gegendarstellung ist aber durch. So, jetzt werden wieder aktiv Videos kommen. Tut mir leid für diese 6 Tage Pause. Kleiner Funfact, der Grund, wieso meine Videos gestrikt wurden, waren einfach, dass ich M2-Bob-Inhalte in meinen Videos verwendet habe. Also, ich bin mal gespannt, was der nächste Grund sein wird. Was geht's? Loading hier. Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund starten wir direkt rein, die 61er Schilder für die Event Farmer fertig zu machen, die wir uns ja momentan hochziehen. Eben die Event Farmer sind dann dafür okay, wenn sehr Event und. Also sprich für die ganzen Karten-Drop-Events, die ja oben ins Event-Inventar reingehen. Und da mussten wir ja noch einen 60er Schilder fertig machen, da wollte ich lediglich einfach AGU reinhaben. Machen wir hier noch den 60er Helm, den wir gedreht haben, in der Hoffnung mal 20 Untote reinzubekommen für die Devil's Catacomb. Und da haben wir auch direkt 20 Untote reinbekommen. Das schmeckt, somit ist der Helm auch abgehakt. Dann brauchen wir ja noch auch ein paar HTAs für die zwei Chars. Da wollte ich lediglich einfach TP reinhaben. Hier haben wir mit dem ersten Switcher 1,5 KTP, 5 DB, 10 Teufel reinbekommen. Lassen wir so. Dann das nächste HTA. Auch einfach nur wollen wir da TP reinhaben. Na, da haben wir 10 dB, 10 Mint bekommen, da weiß ich auch überlegen, ja, wäre dann die Teufel, die 4 Teufel, 20 Teufel gewesen, hätte ich es auch gelassen. War aber nicht der Fall, so drehen wir mal weiter, 500 TP, nee, 1 KTP, nichts Gescheites neben drin. Somit weiter, und jetzt haben wir hier 1 KTP, 20 Untote bekommen, was für die Devil's Catacomb auch sehr angenehm ist. Ergo, nehmen wir das auch mal mit. So, und ich war nicht wirklich zufrieden mit meiner Rüstung, die ich hatte. Da hatten wir ja 1,5 KTP 50 AB drin. Ich wollte am liebsten 1,5 K bis 2 KTP 50 AB 10 TP Absorb drin haben. Dann haben wir gedacht, komm, machen wir das mal, weil TP Absorb ist doch schon ganz wichtig, würde ich mal behaupten. Drehen wir mal, ja, da haben wir 10 TP Absorb nichts Gescheites. 1,5 KTP 5 TP Absorb. 6 Wind, ja, ist halt auch leider nichts Ganzes. Somit werden wir das auch dann einmal weiter drehen. 1,5 KTP, nur Crap, also auch weiter. Na, das können wir ja natürlich so nicht lassen. So, dann schauen wir mal. 15 Blitz, 10 Feuer, nichts Gescheites weiter. Und jetzt 1 KTP, 50 AB, 5 TP Absorb. Leider nur 5. Ich war in einem Moment, drehen wir es weiter, weil ich so, ja, wisst ihr was, das lassen wir so. Das wird uns auch reichen. War das jetzt worth, das zu switchen mit 500 TP weniger und 5 TP Absorb mehr? Ich weiß es ja nicht, ne? Ihr habt ja auch gesehen, dass wir uns gerade zwei Erdhalis geholt haben. Falls die Devil's Catacomb voll ist, werden wir dann vielleicht die noch in den roten Wald stellen. Einfach nur als Ausweismöglichkeit. Deshalb brauchen wir dann mal zwei Erdhalis, die wir dann bonieren werden. Und auch in den kommenden Parts noch drehen werden, um am besten halt Erddev reinzubekommen. Hier haben wir dann auch noch ein paar Truhen geöffnet aus dem Itemshop in der Hoffnung, wir kriegen vielleicht ein 60 Tage Kostümset. War leider nicht so erfolgreich. Und aus Frust habe ich mir gedacht, komm, hauen wir nochmal ein paar 6. 7. Bonis Switcher auf unsere Rüstung. Wir möchten da natürlich auch am besten 40 oder 50 AB drin haben in der Rüstung im 6. 7. Ob das diesmal was wird, schauen wir mal. Der nächste geht drauf. Was haben wir drin? Fertigkeitsschaden vom Bossen minus 4% und Max MP 5. Naja, kann man mal so lassen, I guess. Aber das werden wir natürlich für die Zukunft nicht lassen. Hier haben wir dann nochmal ein paar Feuerschuhe gedreht. Da haben wir 15 Fall, 20 Young Drop und 8 Ummach bekommen. Wäre da jetzt noch 10 Crit drin gewesen, boah, das wären leckere Schuhe. Aber ohne 10 Crit können wir die natürlich nicht lassen. So haben wir gedacht, drehen wir die weiter. Warum drehe ich die Schuhe? Die hat die ganze im Shop, sind nicht weggegangen. Komm, hauen wir ein paar Mal Switcher drüber. Vielleicht kriegen wir es besser als die Schuhe, wo wir haben. Und wenn wir da nur so TP 10 Crit reinbekommen, können wir die auch schon besser verkaufen. Eindeutig und kriegen auch mehr One für. Das habe ich mir gedacht, jagen wir mal ein paar Switcher drüber. Am Ende haben wir leider nichts reinbekommen. Und die Schuhe sind dann auch natürlich wieder in den Laden reingegangen. Dann hauen wir nochmal die 4 letzten Switcher drüber. 1,5 KTB. Na. 1 KTP, nichts Gutes. Na, schauen wir mal weiter, ob wir da jetzt noch was bekommen. Der nächste,
2 KTP, 5 Crit. Na, ich mach, komm, weißt du was, lass mal, hauen wir sie wieder rein. So, da haben wir wieder ein bisschen One gemacht. Das holen wir uns natürlich einmal raus. Das ist auch sehr angenehm. Momentan machen wir da noch gut One, auch natürlich wegen Equipment, was wir geschenkt bekommen haben. Aber ich bin auch aktiv am Rasador Farm. Und. Jetzt kommen wir natürlich mal wieder zu unserem verfluchten Bogen. So nenne ich ihn jetzt mittlerweile. Plus 8 hat hier leider nicht geklappt. Plus 7 hat auch nicht geklappt. Wir versuchen es natürlich einmal weiter. Da geht er runter auf plus 5. Schade, schade. Dann schauen wir mal. Zack. 8er Versuch wieder. Klappt dieser diesmal? Schauen wir mal. Dann müssen wir uns noch ein Achat besorgen. Haben wir leider auch nicht am Start. Kaufen wir uns mal ein. Und dann schauen wir mal. Die Drachensee geht auf den Bogen, der Mauszeiger bewegt sich auf okay und auf ja und natürlich ist es wieder gefailed. Schade, schade. Müssen wir schauen, wie wir es mit dem Bogen dann noch weitermachen. Im letzten Video wurde ja einmal kommentiert, dass Drachensee ist jetzt nicht das Beste ist. Ja, das stimmt auch, aber ich habe jetzt auch nicht so die derbe Lust, permanent Schmiedebücher raufzuziehen, weil die dann doch auch ein bisschen ins Geld gehen. Drachensäge sind da einfach viel billiger und es geht ja auch mit Drachensäge. Es ist ein bisschen schwerer, ja, aber normalerweise geht das eigentlich auch relativ in Ordnung. In meinem Fall halt tatsächlich leider nicht. Na, da sage ich so, na, habe ich ja schon gesagt, Schmiede und Bücher will ich nicht so und tatsächlich machen wir es jetzt aber auch ab 7 damit Schmiede. Jetzt müssen wir den Bogen wieder auf plus 6 bekommen. Dann ist er wieder auf 6 Fail und da ist er jetzt plus 3. Sehr schön. Dann schauen wir mal, haben wir wieder auf 6 bzw. 7 gehabt. Dann schauen wir mal mit dem Schmiede auf 8. Hat leider gefailed. Hätte ja sein können. Jetzt müssen wir uns nochmal ein Titandioxid einmal kaufen. Und dann schauen wir mal, ob der Bogen jetzt wieder dann auf plus 7 geht. So, haben wir mal einen gekauft. So, und schauen wir mal. Ja, komm, ziehst du drauf. Und auf 7 aufheben mit dem Schmiede am Buch. No, plus 6 ist auch wieder runter. Leider, leider. Hier reicht dann der letzte Avenger von uns, der zweite 75. Somit haben wir den jetzt auch schon auf den Level, wo wir haben möchten. Das ist natürlich sehr geil. So, hier könnt ihr sehen, haben wir beide Event Farmer. Sind jetzt auch schön ausgestattet schon mal mit Equipment. Und sind dann eigentlich ready für das Event. Hier hatte ich einen Gegenstand verzaubern plus und auch einen antiken Chor. Dann haben wir auch einen antiken Granat gezogen. Und mit dem Gegenstand plus, ja, hauen wir mal auf unser Schild. In der Hoffnung, vielleicht was Besseres zu bekommen. War leider nicht der Fall. Somit behalten wir das alte. So. Hier haben wir ja die zwei antiken Granate, die ihr gerade gesehen habt. Die versuchen wir auf legendär und hat auch geklappt. Somit haben wir damit auch nochmal ein bisschen schön Bon gemacht. Haben wir auch nochmal ein bisschen Bon aus dem Shop geholt. Aber ja, wir kommen schon langsam zum Ende des Videos. Wie gesagt, es tut mir leid, dass meine Videos jetzt erstmal privat waren und 6 Tage keine Videos gekommen sind. Aber das war einem Strike zu verdanken. Ich habe jetzt einfach nur ein paar Tage gewartet. Und jetzt kommen wieder auch regelmäßiger Videos. Und damit würde ich mal sagen, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, euer SlowDMG.